und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin mal ehrlich, wenn ich in einem Videotitel das Wort Hex lese, ja, dann möchte ich gerne wegrennen. Ich glaube leider einfach, dass das an diesem Wort liegt, denn in Wahrheit möchten wir ja alle gute Tipps gerne haben. Also ich zumindest schon. Ich finde das immer richtig cool, wenn ich so kleine Kniffe im Alltag irgendwo sehe, die einem das Leben auf eine spaßige Art und Weise erleichtern. Deswegen dachte ich mir, ich revolutioniere das Ganze mal ein bisschen und habe heute keine Hacks für euch, sondern unnütze Fakten über Essen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit Bananen, um genauer zu sein, mit Kälte und Bananen. Viele Leute lagern ihre Bananen im Kühlschrank, das ist bei warmen Temperaturen auch eine gute Idee. Allerdings regt die Kälte in der Banane ein Enzym an, was dafür sorgt, dass sich die Schale schneller braun verfärbt. Die Banane ist danach immer noch genauso gut wie eine Banane, die in der Küche lag, allerdings wird sie mehr braune Flecken haben. Wenn ihr wollt, dass eure Bananen länger frisch bleiben, dann lagert sie nicht neben Äpfeln. Äpfel setzen ein Pflanzenhormon frei, was den natürlichen Reifungsprozess von Früchten in Gang setzen soll. Und die Banane kann hier einfach eine Überdosis bekommen und schnell matschig oder sogar faulig werden. Einen letzten Tipp zum Thema Bananen habe ich noch für euch. Und zwar braucht ihr dazu einfach ein bisschen Klarsichtfolie. Da reißt ihr euch ein Stück ab und wickelt damit dann den Stiel der Bananen ein. Das sorgt dafür, dass das Ethylengas, also das Pflanzenhormon, was beim Reifungsprozess entsteht, nicht an andere Teile der Frucht kommt. So könnt ihr verhindern, dass die Banane zu schnell braun wird. Ich persönlich mag keine braunen Bananen. Ich esse sie am liebsten, wenn sie noch ein bisschen grün sind. Heiße Zitrone mit Ingwer ist eins meiner liebsten Getränke, wenn ich das Gefühl habe, dass ich krank werde. Was ich nur immer richtig lästig finde, ist, den Ingwer zu schälen, weil man dabei so viel Verlust hat. Ich meine, da hängt noch so viel Ingwer jetzt an der Schale drin, das ist so eine Verschwendung, gerade hier in Neuseeland, wo der Ingwer so teuer ist. Was ihr da machen könnt, ist einfach einen kleinen Kaffeelöffel nehmen und dann mit der gewölbten Seite nach oben über den Ingwer fahren. Je weicher der Ingwer ist, desto schwieriger ist es, aber wenn er frisch ist, dann ist das richtig einfach und so habt ihr nicht so viel Materialverlust. Wenn ihr alleine wohnt oder die einzige Person im Haushalt seid, die gerne Brot isst, dann kennt ihr das sicherlich, dass so Brot schnell mal verschimmelt. Mein Tipp ist hier, das Brot einfach im Gefrierschrank aufzubewahren. So könnt ihr es einfach dann rausholen, wenn ihr wirklich was essen wollt. Natürlich könnt ihr das Brot dann nicht roh essen, weil, wie gesagt, es ist tiefgefroren. Aber ihr könnt die Scheiben einfach schnell in den Toaster werfen und dann könnt ihr sie ganz normal essen und ihr werdet keinen Unterschied merken zu frischem getoasteten Brot. Was ich persönlich zum Beispiel auch sehr gerne im Gefrierschrank aufbewahre, ist dieser Streuparmesan, weil auch der verschimmelt einem alleine so schnell. Etwas, was uns alle zum Heulen bringt, die Zwiebel. In jeder Zelle der Zwiebel sind Enzyme und Aminosäuren enthalten und wenn man die Zwiebel jetzt zerschneidet, kommen diese beiden in Berührung. Die Aminosäure wird durch das Enzym in verschiedene Teile aufgeteilt und ein Reizgas entsteht, was uns die Tränen in die Augen treibt. Man kann die Zwiebel aber auch einfach unter der Dunstabzugshaube auf dem Herd schneiden. So kann dieses Gas nach oben hin entweichen und man fängt nicht mehr an zu weinen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Kiwi eigentlich Kiwi heißt? Die Kiwi kommt ursprünglich aus China und wurde in Neuseeland auf den Namen chinesische Stachelbeere getauft. Weil allerdings die Ausfuhrzölle für Stachelbeeren so hoch waren, musste ein neuer Name her. Und weil die Frucht die Neuseeländer so sehr an den einheimischen Vogel, den Kiwi, erinnert hat, haben sie die Frucht kurzerhand Kiwi genannt. Ich esse unfassbar gerne Knoblauch, auch wenn man danach vielleicht ein bisschen stinkt. Was ich aber richtig nervig finde, ist Knoblauch schälen, weil der so klebrig ist und diese Schale geht so schwer ab und das ist ein einziges Gefummel. Eine Technik, die das Ganze sehr viel einfacher macht, ist, wenn ihr die Knoblauchzehe einfach hinlegt, mit der flachen Seite vom Messer drauf geht und dann mit der Hand draufhaut. Die Zehe sieht dann vielleicht ein bisschen zermatscht aus, aber immerhin könnt ihr diese Schale mit einem Wisch abziehen.
Manchmal kauft man so große Eierkartons, dass man bei den letzten Eiern nicht mehr wirklich weiß, ob die jetzt noch gut sind. Und da habe ich einen Eiertest für euch, den jeder kennen sollte. Ihr füllt dazu einfach ein Glas mit Wasser und legt anschließend das Ei vorsichtig in das Glas mit Wasser. Und danach schaut ihr euch die Position von dem Ei an. Wenn es flach unten am Boden vom Glas liegt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass es frisch ist. Wenn es allerdings oben schwimmt, dann solltet ihr das Ei schnellstens wegschmeißen. Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, wie euch dieses neue Videoformat, wie auch immer, gefallen hat. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr gern mehr solcher unnützer Faktenvideos sehen möchtet. Gerne auch mit Themenvorschlägen. Es kann natürlich sein, das ein oder andere, vielleicht auch alles, wusstet ihr schon. Ich finde solche random Facts, mit denen man die Leute auf irgendwelchen Partys beeindrucken kann, immer super cool. Okay, ich weiß nicht wirklich, ob ihr jemand damit beeindrucken könnt, wenn ihr ihm erzählt, woher der Name der Kiwi kommt, aber hey! Wie immer kommt ihr hier unten zu meinem letzten Video. Meine Hautpflegeroutine 2012 versus heute. Und hier unten kommt ihr zu meinem Vlog-Kanal, wo ich hin und wieder Vlogs aus Neuseeland hochlade. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und falls ihr mit dem Handy oder Tablet zuschaut, könnt ihr da oben auf das kleine i drücken. Und dann seht ihr die Videos, die ich hier verlinkt habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren von diesem incredible Wissen, was ich euch heute vermittelt habe. Not. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!